Der Histocup machte zum letzten Mal in dieser Saison Halt auf dem Salzburgring. Beim dritten Jochens Revival in Erinnerung an den unvergesslichen Jochen Rindt gab es eine Rekordbeteiligung von 300 Rennautos. In der BMW 325er Challenge kämpfte erstmals seit vielen Jahren wieder ein Salzburger um den Gesamtsieg mit. Am Salzburgring gewann Jochen Rindt eine Woche vor seinem tödlichen Unfall in Monza sein letztes Rennen. Mit einem Lotus 69 in der Formel 2. Heuer wäre er 70 Jahre alt geworden. In Erinnerung an den Champion veranstaltet der Histocup bereits das dritte Jochens Memorial. Wir haben ein gutes Wetter bestellt und es ist wirklich perfekt geliefert worden. Wir haben 300 Rennfahrzeuge da in Salzburg hier beim Jochen Memorial und es ist natürlich eine große Freude zu sehen, dass alles super funktioniert und dass die Leute, die Fahrer und die Fans eine große Freude haben dabei. Es ist ja auch eine Premiere mit dabei, die Käfer fahren ja dieses Mal auch mit. Ja, das ist eine ganz was Tolles. Es gab ja früher den Käferpokal und wir haben gemeinsam mit der Formel V Europa ein Konzept geschmiedet, wie wir die Rennkäfer wieder zurück auf die Strecke bringen. Und wir haben versucht, machen wir eine Präsentation dieses Jahr und schauen wir, dass wir nächstes Jahr wieder eine Rennserie zusammenbringen als VW Boxerpokal. Besonders für die Fahrer ist dieses Rennwochenende immer wieder ein sehr emotionales Erlebnis. Naja, für mich, der Jochen Rindt war natürlich einer der größten Rennfahrer, die es gegeben hat. Also das ist zweifellos so gewesen, leider viel zu früh verstorben. Und naja, also bin immer wieder stolz, am Salzburgring fahren zu dürfen. Und Glück bringt er ihm auch. Ein Sieg reichte für den Gesamtsieg in der Gruppe N bei der BMW 325er Challenge. Seit 2006 sorgt die Serie für Rennaction und Spannung. Mit 50 eingeschriebenen Fahrern immerhin der größte europäische Markenpokal. Viel Dramatik ist noch in der Gruppe A. Denn da hat seit vielen Jahren wieder einmal ein Salzburger Chancen auf den Titel. Nach Platz 2 am Samstag war das Ziel am Sonntag alles nur nicht ausfallen. Es ist und bleibt nur spannend. Ich habe mir jetzt das mit den Punkten durchgerechnet, wenn ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zwei Platzierte jedes Rennen gewinnt und ich bei jedem Rennen Zweiter wäre, schaffe ich es trotzdem noch knapp gesamt Erster zu bleiben zum Schluss hinaus. Falls ich aber ausfallen sollte, kann sich das Blatt natürlich schnell wenden. Von daher muss ich trotzdem immer noch Gas geben. Und Gas gaben auch die anderen 49. Der Polsetter Michael Hollerweger erwischte einen guten Start und konnte sich gleich etwas absetzen. Dahinter feitete Georg Steffni mit einem nicht optimal liegenden BMW gegen Franz Grassl, der sich schließlich durchsetzen konnte. Kurz vor Ende wurde das Rennen wegen einer Kollision von Herbert Leitl dann abgebrochen. Was bedeutet dir der Sieg da jetzt heute? Mir bedeutet er irrsinnig viel aus einem ganz einfachen Grund. Das war das für mich das letzte Gruppe A-Rennen, was ich gefahren bin. Die Gruppe A gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Ich bin vom ersten Tag an in der Gruppe A mitgefahren und ich war in der Serie recht erfolgreich, ich sage jetzt einmal, ohne hochnäsig sein zu wollen. Aber ich habe zweimal die Gesamtwertung gewonnen, war zweimal Vizemeister und eine Karriere, sage ich jetzt einmal, in so einer Rennserie so zu beenden, ist ein Wahnsinn. Ja, es taugt mir unheimlich. Mit 20 Punkten Vorsprung hat Georg in Monza gute Chancen, den Titel nach Salzburg zu holen.